Der Bestatter arbeitet bis spät in der Nacht. Er untersucht die Leiche von Herrn Schwarz, der zur Verbrennung bestimmt ist, und macht eine überraschende Entdeckung. Schwarz hat das längste Geschlechtsorgan, das er je gesehen hat. Das tut mir leid, mein lieber Schwarz, aber das kann ich nicht erlauben, dass so ein imposantes Teil einfach verbrannt wird. Kurzerhand schneidet er es ab, steckt es in seine Aktentasche. Ich muss dir etwas zeigen, sagt er, als er zu seiner Frau nach Hause kommt. Das wirst du nicht glauben. Er öffnet seine Tasche und nimmt es heraus. Oh mein Gott, ruft seine Frau. Schwarz ist tot. Ein kleiner, dicker, nicht gerade attraktiver, glatzköpfiger Mann sitzt am Tresen in einer Bar. Nach einigen Bierchen fragt er die Bardame, würdest du für 150 Euro mit mir schlafen? Die Bardame ist entrüstet. Nein, ruft sie. Daraufhin wendet sich der Herr ab und sagt, schade, das Geld hätte ich gut gebrauchen können. Zwei Männer sitzen nebeneinander beim Friseur. Der eine wird nach dem beendeten Haarschnitt höflich vom Friseur gefragt, mein Herr, etwas Haarwasser? Daraufhin der Kunde, nein, lassen Sie mal. Wenn ich so dufte, meint meine Frau hinterher noch, ich sei im Puff gewesen. Daraufhin ein anderer Kunde, mir können Sie ruhig etwas Haarwasser draufsprühen. Meine Frau weiß nicht, wie es im Puff riecht. Eine Frau steht an einer überfüllten Bar. Um sich beim Kellner bemerkbar zu machen, hebt sie den Arm. Dabei wird ein wahrer Urwald an Achselhaaren sichtbar. Ein Betrunkener, der am Ende des Tresens steht, sagt daraufhin, das Getränk der Ballerina geht auf mich. Der Barkeeper guckt ihn verwundert an, woher kennst du denn die Dame? Der Lallende daraufhin, ich kenne die Dame nicht, aber wenn jemand ein Bein so weit in die Luft bekommt, muss sie beim Ballett sein. Zwei Freundinnen unterhalten sich, da fragt die eine, sag mal, sagst du das deinem Mann eigentlich, wenn du einen Orgasmus hattest? Die andere daraufhin, nö. Also er hat mir strengstens verboten, ihn im Büro anzurufen. Ein frisch verliebtes Pärchen verbringt ein Wochenende in einem Wellnesshotel. Am Sonntag will der Mann die Rechnung zahlen. Zimmer mit Frühstück, das macht 250 Euro. 50 Euro Sauna extra. Der Mann ist erstaunt. Aber die Sauna haben wir doch gar nicht benutzt. Ja, das tut mir leid, mein Herr. Aber die müssen Sie trotzdem bezahlen. Sie hätten es ja machen können. Schwimmbad macht 25 Euro. Entschuldigung, aber das Schwimmbad haben wir überhaupt nicht zu sehen bekommen. Tut mir leid. Aber Sie hätten es doch machen können. Okay, dann zahle ich. Ziehen Sie aber bitte 250 Euro von der Rechnung ab, weil Sie mit meiner Frau geschlafen haben. Wie bitte? Das habe ich doch gar nicht. Sorry, aber Sie hätten es ja machen können. Jeden Tag in der Frühstückspause kommt Herr Bäumler sehr nah an seine attraktive Kollegin Frau Schuster heran, wenn diese an der Kaffeemaschine steht. Er atmet tief ein und sagt, Frau Schuster, Ihr Haar duftet so wundervoll. Nach 4 Tagen geht Frau Schuster zum Betriebsrat und beschwert sich über Herrn Bäumler wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Der Betriebsrat fragt sie, ist das nicht ein schönes Kompliment, wenn man Ihnen sagt, dass Ihr Haar duften würde, meine liebe Frau Schuster? Im Prinzip schon, aber Herr Bäumler ist kleinwüchsig.